mal ehrlich, noch naturnah als im Zelt lässt es sich nur unter freiem Himmel schlafen. Dann allerdings mit der Gefahr, dass allerhand Getier den Weg in den Schlafsack finden könnte. Und der Vorteil so eines Dachzeltes geht noch weiter. Da es, wie der Name sagt, in luftiger Höhe thront, ist man der Natur zwar nahe, aber im Falle von nächtlichem Besuch der größeren Fauna doch in etwas beruhigenderer Entfernung zum Erdboden. Klappzelte erfreuen sich seit einiger Zeit immer größerer Beliebtheit. Grund genug, 6 Neuheiten und ein Referenzprodukt genau zu vergleichen. Neben dem üblichen Testverfahren, also wiegen, Aufbauzeit stoppen, messen, vergleichen, Wassersäule überprüfen, gab es eine revolutionäre Idee. Wir schlafen in den Zelten, und zwar eine ganze Nacht lang. Verrückt. Die erste Nacht, Ja, da fehlen einem echt die Worte. Aber unsere drei Probanden hatten es mitten im Spätherbst auf einem Lübecker Parkplatz auch nicht gerade lauschig. Ja, so sieht der Wetterbericht für heute Nacht aus. Es ist Schneeregen angesagt. Die vorbeigehenden Passanten, die haben mir schon eine gute Nacht gewünscht. Das ist sehr nett, doch zu den harten Fakten. 6 Zelte zwischen 799 und 2139 Euro und zwischen leichten 45 Kilo bis hin zu massigen 60 Kilo stellten sich dem Vergleich. In der Bauart waren sie zum Teil sehr unterschiedlich und auch die Qualität des Stoffes war verschieden. Immerhin konnten sie alle den Wasserdichtheitstest bestehen. Alle weiteren Ergebnisse könnt ihr im Detail in der Explorer-Ausgabe 2 2018 nachlesen. Doch jetzt kommen wir zum subjektiven, aber nicht minder wichtigen Teil des Vergleichstests. Ab ins Zelt. Das Wetter bleibt sich treu, es ist kalt und es fängt an zu regnen. Ich habe dabei von Frontrunner diesmal das Featherlight, besonders leichtes Zelt. Will ich mal schnell aufbauen, bevor es wirklich anfängt und stimmt zu regnen. Das Besondere an diesem Zelt ist, die Matratze ist kleiner. Weil die Matratze kleiner ist, klappt die nicht mit aus. Sie muss sich erst reinsteigen, die Matratze händisch ausklappen und dann habe ich erst die Liegefläche. Aber ich baue erstmal außenrum die Zeltstangen auf. Die Kandidaten kommen mit unterschiedlichsten Detaillösungen, von denen einige pfiffig, andere eher fragwürdig sind. Eine Besonderheit ist, dass ich hier oben eine Belüftung habe. Die ist nicht verschließbar, das ist nur eine Gase. Deswegen hoffe ich, dass bei dem Regen das Überdach auch wirklich dicht hält. Da hat sich ja beim vergangenen Test gezeigt, dass nicht jeder Hersteller das so gut kann. Das würde dann hier natürlich sofort direkt reintropfen. Das will ich mal nicht hoffen. Was auch auffällt, ist das Fliegengitter. Es hat eine sehr auffällige Farbe, ist aber sehr dünn und wird an den Seiten nur mit Klett festgemacht. Da freuen sich die Mücken sicherlich, dass sie nachts dann vorbeikommen können. Wer das auf dem ersten Blick hier neben mir erkennt, es fehlt das Gestänge. Das Gestänge ist hier auf der Außenseite, daher auch der Name Exo, von Außenskelett, Exoskelett. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich hier drin keine Kondenswasserbildung an den kalten Alurohren habe und auch einfach ein bisschen mehr Platz, ist aufgeräumter. Was mir natürlich sofort aufgefallen ist, sind die zwei Fenster, die ich habe auf beiden Seiten. Ja, wenn die jetzt nicht so beschlagen wären, könnte ich rausgucken und den Sternenhimmel beobachten oder halt die Gewitterwolken. Man soll bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist und deswegen läute ich nun die letzte Nacht unseres Dachzelttests ein. Heute mit einem Zelt von Dare to be Different. Der Wind, der zieht auch schon ganz schön fleißig am Zelt, der will uns einfach nicht gehen lassen, aber davon lasse ich mich nicht abbringen. Die vorbeigehenden Passanten, die haben mir schon eine gute Nacht gewünscht, das mache ich jetzt ebenso. Gute Nacht. Gute Nacht. Der Morgen danach sorgt bei einigen für deutlich tiefere Stimmen und für neue Erkenntnisse. Ja. Guten Morgen. Wenn es denn ein guter Morgen ist. Guten Morgen. Ich habe diese Nacht erstaunlicherweise sehr gut geschlafen, was wahrscheinlich auch an der 6,5 cm dicken Matratze liegt. Die Matratze ist sehr fest, sodass man auch nicht auf dem Boden des Zeltes aufliegt. Wenn es jetzt 20 Grad wärmer wären, könnte ich tatsächlich an meinem Fuß und an meinem Kopfende die Fenster so hochrollen, dass ich nur noch durch ein Fliegengitter geschützt werde und perfekte Sicht nach außen habe. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war so wie jetzt regnerisch, auch sehr windig. Das hat man oft am Zelt gehört. Ansonsten kältemäßig war es
in Ordnung. Das Einzige, was auffällt, die Matratze ist sehr weich. Und wenn man drauf drückt, kommt man schon an den Boden. Das heißt, wenn man sich hinsetzt oder auch wenn man mit der Hüfte liegt, man liegt auf dem Boden. So, die Nacht ist um. Die Matratze ist einigermaßen bequem. Darauf habe ich ganz gut geschlafen, wenn ich denn geschlafen habe, denn es war sehr stürmisch und das Zelt ist mit einem Überdach ausgestattet und dadurch sind die beiden Eingänge und auch die beiden Fenster nochmal zusätzlich vor Regen geschützt. Allerdings ist es bei Wind ein bisschen nervig, denn da hebt sich ganz gerne der Wind drunter und macht das Ganze sehr laut. Am Ende gibt es zwar einen Testsieger, doch darüber hinaus auch die Erkenntnis, jedes Klappzelt kommt mit Ideen und Details, die je nach eigenen Wünschen den Ausschlag für den persönlichen Favoriten geben. Auf 14 Seiten können die Erfahrungen mit allen Kandidaten im Explorer 2 2018 nachgelesen werden.